Im Barbarastollen im Schwarzwald werden 400 Meter unter der Erde Dokumente gelagert, die eine besondere Bedeutung für die deutsche Geschichte haben. Seit heute ist dort auf Mikrofilm auch die Originalausgabe des Grundgesetzes archiviert. Der Film wird in einem luftdichten Edelstahlfass im Schwarzwaldbergschau ins Land verwahrt, als ein milliardstes Dokument. Der Barbarastollen dient seit 1975 als Archivbunker der Bundesrepublik. Die Dokumente sollen dort mindestens 500 Jahre für die Nachwelt gesichert sein.